Willkommen zurück zu Star Wars. Wir sind hier auf dem... Interessant. Wir sind hier auf dem Planeten, Maschinenplaneten Iokath. Glaube ich jedenfalls. Ich weiß nicht, ob er so hier ist. Aber zumindest haben wir ja letztens zwei Druiden oder irgendwelche Monumente gefunden, die uns die Geschichte erzählt haben. Und von daher gehe ich mal aus, dass der Planet hier so heißt. So, da haben wir wieder einen etwas größeren Mob. Wow, wo kommst du denn angesprungen? Ich würde mal sagen, wir gehen auf Heilung. Da heilt er nämlich uns ein bisschen und wir haben es ein bisschen leichter hier mit diesen Druiden. Oha, ging aber schnell down. Was sagt denn jetzt hier die Karte? Die Karte sagt da unten hin, aber uns zeigt es auch jetzt keinen weiteren Druiden an. Na gut, okay. Dann lassen wir das erstmal so stehen. So, da unten haben wir noch wieder einen größeren. Den holen wir uns natürlich. Aber groß was aushalten wird er ja auch nicht. Nö. Wie in seiner letzten Folge schon ein paar Mal sehr schnell umgekippt. Also ganz in Ruhe die Erkundung von diesem Planeten hier fortsetzen. So, jetzt sind wir hier wieder in so einem Tunnel drinne, wo wahrscheinlich auch noch wieder solche Druiden kommen könnten. Verwalter Fernlenk-Druide. Also ich habe bis jetzt auch nicht wirklich irgendwelche Lebensformen, sage ich jetzt mal, hier getroffen. Bisher nur Druiden. So, finde deine Crew. Könnte man machen. Okay. Ich grüße Sie, Besucherin. Ich bin Arthur, ich beantworte Anfragen zu Themen wie Geografie, Geschichte, Fehler. Bitte lassen Sie mich wissen, wie ich Ihnen dienen kann. Na, wie du mir dienen kannst. Was bist du? Bist du eine Art Droide? Du siehst aus wie ein Mensch, klingst aber wie eine Maschine. Ich bin ein kombiniertes Erscheinungsbild zur Erleichterung der Kommunikation. Fehler. Dies ist ein seruvianisches Biom. Sie befinden sich in Sektor 8022 der künstlichen Welt Iokath. Schön, dass das geklärt wäre. Ich sag Commander. Doch Iokath. Ah, den Stern der Sand, du lebst. Du steckst das ja alles gut weg. Wir sind auf einer völlig fremden Welt gelandet und du scheinst kein bisschen besorgt zu sein. Das heißt nicht, dass ich mir keine Gedanken mache. Ich war auf der Brücke. Dann war da ein grelles Licht und ich bin in dieser Dayaim aufgewacht, umstellt von Maschinen, die versuchten, mich zu töten. Bitte lassen Sie mich wissen, wie ich Ihnen dienen kann. Ich beantworte Anfragen zu Themen wie Geografie, Geschichten, Fehler. Sind das Schüsse? Eindringling! Ja. Störfaktor! Sie verschmutzen den Garten! Zurück! Wir erhalten! Wir reinigen! Tötet sie! Besiege die Ritter von Sakul. What? Soll alle Bede besiegen? Pff, na gut, von mir aus. Aber eh gerade nicht viel zu tun. So, dich stellen wir mal auf Heilung, mein Freund. So. Und dann tun wir einfach mal hier einen Blitzgewitter in den Start. Jetzt geht das Licht aus. Nein, Mann, es geht ja mal an. Yay. Wir reinigen. Reinige das hier. Ritter von Sakul, Sie müssen auf der ewigen Flotte gewesen sein. Sie gefahren Gefangene wie wir. Leider können Sie uns nichts mehr sagen.
Feinde oder nicht. Ich wollte sie lebendig haben, um sie zu befragen. Irgendwas hat uns hier zusammen abgesetzt. Und sicher nicht grundlos. Soll das eine Art Test sein? Wo ist eigentlich Valkorion? Commander, bitte kommen. Hier ist Theron. Ich höre euch. Meine Kommunikation war ausgefallen. Wie habt ihr ein Signal bekommen? Pures Glück und etwas Geschenk. Läuft euer Tag auch so mies wie meiner? Irgendein grelles Licht hat mich auf der Gravestone umgehauen und dann bin ich alleine auf diesem seltsamen Planeten aufgewacht. Wir sind jetzt nicht mehr ganz allein. Das war noch nicht alles. Taurion ist bei mir. Wir sind gerade auf ein paar Ritter von Sakul und eine ganze Menge wütender Droiden gestoßen. Und ihr? Mein Tag war nicht ganz so dramatisch. Ich fühle mich vernachlässigt. Ich habe etwas gefunden. Ein Museum, ein Tempel, was immer es ist sicher. Ich schicke euch die Koordinaten. Ausgezeichnete Arbeit. Ruft das Team zusammen und macht es kampfbereit. Sammelt meine Truppen und sorgt dafür, dass sie bereit sind. Wir werden uns unseren Weg von dieser Welt erkämpfen. Verstanden. Ich halte weiter Ausschau. Seid wachsam da draußen. Valen war mit uns auf der Gravestone. Wenn wir hier sind, ist sie es auch. Das könnte gut sein, ja. Und sie wird, glaube ich, noch ein bisschen mehr Schaden anrichten. Da ist er ja. Sieht aus wie in einer Irrenanstalt. Na komm, du springst ja den Weg doch frei. Sag ich doch. Baylane. Texan? Du musst nicht kämpfen. Lass mich dir helfen. Ich habe dich vermisst, kleine Schwester. Das ist eine unerwartete Wendung. Dass der hier auch noch auftaucht. Aber okay, gut, wir sind jetzt hier und wir sollten am besten nach Süden gehen. So. Genau dort lang. Jetzt machen wir mal unsere Schnellstiefel hier. Yay. Flug. Flug. Unfähig. Oh oh. Oh oh. Schnell weg. Oh Gott. Jetzt muss ich mal kurz. Das Leben geht weiter. Ja, super. Dort drüber müssen wir. Ah, da kommen wir doch. Da kommen wir durch. Da kommen wir durch. Yay. Wir haben es geschafft. So, wir brauchen immer noch drei so eine komischen. Druidenmonumente. Davon sah cool. Stirb doch, komm. So. Schön. Bin begeistert. Oh Gott. Hat eine Art Laser oder irgendwas sein. So, wartet mal. Ich muss jetzt erstmal hier gucken. Okay, einfach bloß dem Weg folgen und dann nach unten weg. Der da unten kann uns nicht mal was anhören. Hallo? Oh, ich wollte gerade sagen. Warum reagiert das nicht? Ach, da hinten haben wir. Seht ihr mal. Yay. Ich bin voll durchgerannt, aber es hat uns nichts abgezogen. Ich bin mir. Es hat sich Besucher nicht.
zwei unabhängige. Ja, Eintrag 4, wir haben schon eins übersprungen. Verdammt. Entsprechend anpassen. Wahrscheinlich war schon irgendwo einer gewesen, den wir nicht gesehen haben. Schade. Was denn nur noch? Ja, die halten vergleichsweise viel aus. Oh, wir sind Stufe 68. Ich weiß halt nicht, ob hier hinten irgendwo noch was ist, aber es sieht nicht danach aus. Na gut, dann halt nicht. Wir müssten nochmal zurückgehen. Irgendwo ist da noch einer. Ich kann mir gut vorstellen, hier drüben irgendwo. Naja, schade. Ich gehe aber jetzt nicht nochmal extra zurück. In dieser Gegend kann man gar nicht vorsichtig genug sein. Die anderen sind hier. Es geht ihnen gut. Das ist schön. Das letzte Mal, als ich Vett gesehen habe, wollte Valen sie gerade töten. Es hat sie ordentlich durchgeschüttelt, aber Vett ist zäh. Sie überlegt schon, wie sie uns nach Hause bringen kann. Schön. Die Scanner suchen nach unserem Schiff, aber bisher ist da nichts. Die Gravestone könnte überall sein. Sie kam von dieser Welt. Was wisst ihr über diesen Ort? Wenn das unsere Einsatzbasis sein soll, muss das hier alles absolut sicher sein. Was konntet ihr in Erfahrung bringen? Es könnte eine Art Monument sein. Ich weiß aber nicht, für wen oder was. Auf jeden Fall sind wir die Einzigen hier. Das ist schön. Wir müssen diesen Eingang sichern. Ich kann helfen. Vett ist im Hauptraum und sieht sich eins der Monumente näher an. Sie ist auf etwas gestoßen, was hilfreich sein könnte. Dann nichts wie auf zu Vett. Bin mal gespannt, was er hat. Teron Shan. Eric Jorgan. Kalio. Korf. Ach, hier ist Lana und Torian. Wo ist Vett? Ach, auf der anderen Seite. Natürlich, da oben. Da müssen wir auch mal außen rumlaufen. Aber wir haben mal unsere Boots noch, die wir auch noch benutzen können. Passt das. Ey, Vett, wie geht's? Endlich seid ihr da! Ihr müsst euch unbedingt anhören, was dieses Ding zu sagen hat. Das kann warten. Geht es dir gut? Nur Gutes, hoffe ich. Verstaubte Relikte. Langsam, Vett. Du hast viel durchgemacht. Es ist okay, sich mal kurz auszuruhen. Ich ruhe mich aus, wenn wir von diesem Felsen runter sind. Willkommen auf Iokard, werte Besucher. Ich bin Aries. Bitte lassen Sie mich wissen, wie ich... Spar dir das und spul vor bis zur Scorpio. Zur ewigen Flotte. Zur Gravestone. Zu den Gemini-Droiden. Wie Sie wünschen. Sie gehören zu den besten Waffen, die jemals von den Schöpfern dieser Welt entworfen wurden. Scorpio hat die Wahrheit gesagt. Gehörst du auch dazu? Die Waffen werde ich benutzen. Was ist mit dir, Aries? Bist du auch eine Waffe? Ich bin dazu programmiert, Informationen zu sammeln und zu verbreiten. Danke für Ihr Interesse. Vor 3000 Jahren setzten meine Schöpfer diese Waffen auf zufällig ausgewählten Welten ab. Die Mission lautete, Kriegssimulationen mit der ansässigen Bevölkerung durchzuführen. Die Kampfübungen mit scharfer Munition lieferten unschätzbar wertvolle Daten zur Überarbeitung der Waffen. Überlebenden Testwelten wurden Reparationszahlungen angeboten, wo immer es möglich war. Mhm. Gehört diese Welt zum ewigen Imperium? Ist das noch so ein Geheimnis, das Valkorion mir vorenthalten hat? Iokard war stets eine souveräne politische Instanz. Was ist mit der Liste der Planeten, die für diese Kriegssimulationen benutzt wurden?
In meinen Dateien sind mehr als 70 einzelne Zivilisationen verzeichnet. Von Avernio 3 bis Sakul. Zuerst haben sie Sakul erobert und jetzt kämpfen sie für Sakul. Irgendwas muss geschehen sein, das sie verändert hat. Arkan hat dich vor Jahren getötet, Texan. Warum hast du so lange damit gewartet, zu mir zu kommen? Jetzt bin ich hier. Du bist so mächtig, Valen. All die Dinge, die du tun kannst. Ich erinnere mich noch daran, wie du mich in meinem Käfig besucht hast. Du hattest immer ein Geschenk dabei. Ich will dir helfen. Sag mir, was dich davon abhält, den Fremdling zu vernichten. Die Antwort kennst du doch. Oder nicht? Warum kann ich dich nicht spüren? Ich registriere Interferenzen. Seht mich nicht so an. Ich habe nichts angefasst. Sind Sie frei? Sind Sie frei? Was? Kommt ganz darauf an. Wir sind auf Eokat. Wo bist du, Scorpio? Gefangen an einem unbekannten Ort. Wenn sie nicht gefangen genommen wurden, können sie eingreifen. Wir wurden gefangen genommen, um als Testsubjekte zu dienen. Und wenn wir nicht zusammenarbeiten, um uns zu befreien, werden wir hier sterben. Keine Angst, ich werde dich retten, aber danach tue ich dich über den Jordan schicken. Das ist wirklich witzig. Deine ganzen Pläne. Und am Ende landest du trotzdem genau da, wo du hingehörst. In einer Kiste. Das Schicksal, das uns erwartet, hat niemand verdient. Wisst ihr noch, als ich meinte, dass der Ort hier sicher wäre? Eventuell habe ich mich geirrt. Wer hätte das gedacht? Oh mein Gott. Jawohl. Eine ganze kleine Armee hier. Immer ein vorderster Front. Gott. Hier hauen ein bisschen stark rein hier. Na los doch! Oh fuck, ich hab nicht mehr so viel Leben. Bedrohungen ausschalten. Yes, ich bin down. Das war ziemlich krass gerade. Da haben wir ordentlich gerade auf die Mütze bekommen. Vielleicht hätte ich nicht sofort runterspringen sollen. Hallo? Maximale Auslöschung. So, ich tue dich mal auf Heiler setzen hier. Irgendwie hängt das ziemlich gerade hier. Keine Ahnung, woran das liegt. Hallo, du sollst auf Heiler gehen. Ach, geht nicht, na super. Ich hoffe, ich muss das bloß überleben. Identifiziere. Auslöschen. Bedrohungen ausschalten. Test durchführen. Gott. Schnell. Heilung. Verunreinigungen entdeckt. Ja, ja, ist schön. Also hier scheine ich fertig zu sein. Zerstören. Nein, nicht zerstören. Heilung, Heilung. Frieden schaffen. Ja, denkst du, was ich gerade tue? Test durchführen. Ach, das ist schon ein Test hier. Hör auf zu quatschen.
Besiege die Läuterungsruine. Naja, mache ich doch schon die ganze Zeit. Boah, war das aufregend. Hübscher Schuss. Es kommen immer mehr, aber wenigstens sind wir hier drin sicher. Gute Arbeit, Hören. Und jetzt? Ich muss noch jemanden umbringen. Ich kann Valen und Scorpio nicht vernichten, wenn wir hier festsitzen. Sucht einen Ausweg. Oh, Commander! Ich glaube, ich habe einen gefunden. Ja, sehr schön. Bin ich aber begeistert. Ich erinnere mich daran, wie Vater dich schickte, um mich nach Hause zu holen. Du hast meinen Käfig fast genauso gehasst wie ich. Erinnerst du dich, warum du dort warst? Es war kalt und dunkel. Jeder Moment fühlte sich an, als würde ich ertrinken. Du hast überlebt, weil du mächtig bist. Vielleicht ist niemand auf dieser Welt stärker als du. Ja, das stimmt. Und ich bin clever. Die Sache ist die, Texan. Du hast mich nicht nach Hause gebracht. Das war Arkan. Ich hatte gerade versucht, Aries wieder zu aktivieren, als die Tür aufging. Wir haben keine Ahnung, was da drin ist. Vielleicht der Killer-Droiden-Hauptstützpunkt. Egal, ich gehe rein. Falls das ein Fluchtweg ist, gibt es nur einen Weg, sicher zu gehen. Vett, du kommst mit mir. Der Rest hält diese Position. Was ist das jetzt? Yay, das war's. Gut, dann würde ich sagen, wir machen hier Schluss. Ich tue noch immer Pfeiler ums Becken hier, das Ding. So. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge von Star Wars Knights of the Eternal Throne wieder. Haut rein. Ciao. Mit uns legt sich besser niemand an.